Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seid Fitness-Junkie oder sucht nach einer Möglichkeit zum Homeworkout? Dann heißt es dranbleiben, denn in diesem Video stellen wir euch unsere Top 3 Fitness-Airbikes mit ihren Eigenschaften vor. Wir starten mit dem günstigsten Modell, stellen ein Mittelklasse-Modell vor und zu guter Letzt zeigen wir die Vorteile eines Oberklasse-Modells auf. Weitere Details zu den Produkten findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne einfach mal rein. Starten wir nun aber mit dem Video und dem ersten Modell. Das erste und günstigste Modell des Vergleichs ist das Xterra Fitnessbike Airbike 650. Das Xterra Fitnessbike Airbike 650 hat dank der Luftregulierung ein geschmeidiges Widerstandssystem und liefert eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten, die sich auf ihr Trainingsziel abstimmen lassen. Dank des unbeschränkten Luftwiderstands reguliert sich der Widerstand des Xterra Fitness Airbikes von selbst. Niedriges Tempo führt zu niedrigem Widerstand, während hohes Tempo zu hohem Widerstand führt. Je härter ihr in die Pedale tretet, desto höher wird der Luftwiderstand. Das Xterra Airbike passt sich jedem Tempo an. Die Luftregulierung erfolgt über 9 Stahlventilatorflügel. Dieses geschmeidige Widerstandssystem sorgt als besonderes Plus während des Trainings für Abkühlung. Es gibt nur wenige andere Ganzkörper-Workouts mit so geringer Belastung, die so einfach zu nutzen sind, gleichzeitig so viele Kalorien verbrennen und das vereint in einem kompakten Trainingsgerät. Das Xterra Fitness Airbike ist geeignet für alle, die nach einer Sportverletzung wieder fit werden möchten, für alle, die ihr alltägliches Workout neu aufrütteln möchten und auch für alle, die sich mit Crosstraining auf ihr nächstes Rennen vorbereiten möchten. Die Trainingsprogramme des Xterra Airbikes sorgen für Abwechslung und ermöglichen ein zielgerechtes Training. Die integrierte LCD-Konsole zeigt gut lesbar wichtige Trainingsdaten wie RPM, Geschwindigkeit, Zeit, Distanz, Kalorien, Watt, Intervall und die Herzfrequenz an. Um das Training effizienter zu gestalten, könnt ihr auf eine Reihe von Trainingsprogrammen zurückgreifen. Dadurch lässt sich das Trainingsziel auf die gewünschte Zeit, Distanz, einen gewünschten Kalorienverbrauch und einen optimalen Trainingspuls abstimmen. Aber auch ein intensives Intervalltraining ist möglich. Jedes Programm ist über eine Schnellwahltaste verfügbar, sodass ihr das Training immer ungestört fortsetzen könnt. Dank der großen Transportrollen findet das Xterra Airbike überall zu Hause einen Platz. Weitere Details zu diesem Produkt findet ihr im ersten Link der Videobeschreibung. Das Mittelklasse-Modell unseres Vergleichs ist das Assault Airbike. Entwickelt von Sport- und Fitnessingenieuren, laufend optimiert durch Trainer, Athleten und Sportenthusiasten, das beste Fahrradergometer, das der Markt derzeit zu bieten hat. Das Gerät verfügt über eine stufen- und grenzenlos regelbare Trainingsintensität. Je stärker der Pedalantritt, desto höher der Widerstand. Durch das Dual-Action-System, bei dem gleichzeitig Tretzug- und Schiebebewegungen ausgeführt werden, garantiert das Fahrradergometer ein hochintensives Training mit natürlichem Bewegungsablauf. Der anatomisch geformte Hybridsitz ist schnell und unkompliziert in verschiedenen Höhen einstellbar. Der Rahmen ist aus robustem, strapazierfähigem Stahl gefertigt, mit einer Pulververschicht-Lackierung überzogen und mit extrem stabilen Gelenkachsen ausgerüstet. Ummantelte Handgriffe und zusätzlich verstärkte Pedale sorgen für eine komfortable und sichere Anwendung. Für die Messung diverser Parameter während des Trainings wurde ein hochauflösendes LCD-Display integriert. Dieses Modell verfügt über diverse Funktionen wie Distanz, Watt, Zeit, Kalorien und Herzfrequenz. Darüber hinaus gibt es 8 voreingestellte Trainingsprogramme für einen individuellen Workout-Ablauf. Alle weiteren Informationen findet ihr im zweiten Link der Videobeschreibung. Das Oberklasse-Modell unseres Vergleichs ist das Swin Airdyne AD8. Für ein intensives Ganzkörper-Cardio-Workout, das Kraft aufbaut und Kalorien verbrennt. Es ist schwer, den Airdyne AD8 zu schlagen. Dank der einzigartigen Wind-Widerstandstechnologie habt ihr die Kontrolle über eure Trainingsintensität. Je mehr Kraft ihr einsetzt, umso mehr Widerstand erzeugt ihr. Das AD8 ist das Flaggschiff der Swin Airdyne-Reihe und wurde in puncto Ausstattung und Qualität für den professionellen Einsatz entwickelt. Es verfügt über eine stabile Rahmenkonstruktion aus pulverbeschichtetem Stahl, welche leicht zu reinigen und korrosionsbeständig ist. Es ist dadurch optimal gegen Schweiß geschützt und die Lebensdauer des Rahmens wird deutlich verlängert.
Eine Multi-Display-LCD-Konsole mit metrischen Anzeigen der Trainingsdaten zeigt euch alle wichtigen Parameter an und bietet eine Übersicht zur telemetrischen Herzfrequenztechnologie zur Messung der Herzfrequenz in Echtzeit. Das Gerät bietet mit seinen diversen Modi ein Optimum an Dual-Action-Fitness-Training für Ober- und Unterkörper. Somit ist Kraftausdauertraining für den ganzen Körper oder nur für die Beine bzw. nur für den Oberkörper möglich. Gestaltet euer Training abwechslungsreicher durch die Multipositionsgriffe. Je nach Griffposition sprecht ihr verschiedene Muskelgruppen an. Für eine optimale ergonomische Sitzposition kann der Sattel horizontal und vertikal auf die jeweilige Körpergröße angepasst werden. Das einstufige Direktantriebssystem, genannt Single Stage, sorgt für eine effiziente Kraftübertragung, einen geringen Wartungsaufwand und einen ruhigen Lauf. Sagt euch dieses Produkt zu? Weitere Details findet ihr im dritten Link der Videobeschreibung. Das war dann auch unser Vorstellungsvideo zum Thema Fitness Airbikes. Wir freuen uns über eure Fragen und Anmerkungen in den Kommentaren des Videos. Falls wir euch weiterhelfen konnten und euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.